Liebe Freunde, ich möchte heute eine Botschaft mit euch teilen, die vor über 2000 Jahren auf einem Hügel namens Ölberg in Jerusalem gegeben wurde. Es war eine Botschaft von Jesus Christus, einer Botschaft von Hoffnung, Vorbereitung und ewiger Wachsamkeit. Jesus sprach zu seinen Jüngern über die Zukunft. Er warnte sie vor falschen Propheten und sprach von Kriegen, Erdbeben und Hungersnöten. Aber er betonte, dass dies erst der Anfang sei. Er sprach von einer Zeit großer Not und Verfolgung für seine Anhänger. Aber er versprach, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündet werden würde. Er benutzte das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, um seine Botschaft zu vermitteln. Die klugen Jungfrauen waren auf die Rückkehr des Bräutigams vorbereitet, während die törichten nicht vorbereitet waren. Dies war eine Ermahnung an seine Jünger, immer bereit und wachsam für seine Rückkehr zu sein. Zum Schluss sprach Jesus vom Gericht des Menschensohnes über die Völker. Er beschrieb, wie er die Menschen nach ihrer Behandlung der geringsten seiner Brüder beurteilen würde. Insgesamt ist die Ölbergrede eine Botschaft von Vorbereitung und Wachsamkeit. Sie fordert uns auf, bereit zu sein für die Rückkehr Jesu und in der Zwischenzeit das Evangelium zu verbreiten und uns um die Bedürftigen zu kümmern. Lasst uns diese Botschaft in unser Herz nehmen und danach leben. Lasst uns bereit sein für die Rückkehr Jesu und in der Zwischenzeit das Evangelium verbreiten und uns um die Bedürftigen kümmern. Denn am Ende des Tages wird nicht gefragt, wie viel wir besitzen oder wie erfolgreich wir waren, sondern wie wir anderen geholfen haben. Danke.